Willkommen in Berlin, live aus dem kleinen Boudoir von mir im BKA-Theater in Kreuzberg. Willkommen, liebe Loser and Cruiser, Stalker und Hater. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit meinem bibliophilen Publikum heute einen intimen Abend verbringen werde. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, unterstützen Sie bitte das BKA-Theater und kaufen Sie ein Antivirus-Livestream-Ticket. Infos auf www.bka-theater.de aktuelles. Nun ja, meine Lieben, der ein oder andere, der wird vielleicht zu Hause gar kein Regal haben, um Bücher zu horten. Aber wisst ihr, ich bin nicht damit berühmt geworden, dass ich Rainer Maria Rilke vorlese, sondern ich bin berühmt geworden durch sehr, sehr böse Shows. Und nebenbei schreibe ich auch noch Bücher. Genauer genommen, ich habe schon 10 Bestseller geschrieben und da werde ich heute mal einen kleinen Einblick geben. Wenn man in Hollywood 35 wird, ist man ja älter als die meisten Häuser dort. Und weil ja niemand von uns jung sterben will, sondern wir alle möglichst lange leben wollen, habe ich das Älterwerden zu meinem Thema gemacht. Und zwar seit meinem 30. Lebensjahr. Denn ab 30 ist ja keiner mehr von uns jung. Und heute nennt man mich das It-Girl der Geriatrie und die Queen of Mean. Und um all das mal Revue passieren zu lassen, legen wir doch am besten gleich los. Was ihr nicht wisst, ich schreibe ja auch sehr viel auf eigene Kosten. Im Mittelpunkt stehe immer nur ich. In TV-Sendungen wird das ja alles zurechtgeschnippelt. Aber bildet euch selbst ein Urteil. So, jetzt muss ich mal gucken. Siehst du, die Kette hier, die funktioniert ja auch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ne? Ich habe ja so eine schöne Lesebrillenkette, aber das muss man halt auch erst mal trainieren. Also, einer meiner Dauerbrenner-Bestseller ist ja dieses wunderbare Buch »Gibt es ein Leben nach 50?« Natürlich das perfekte Geschenk in der Babyboomer-Generation, denn die meisten Deutschen sind ja nun mal heutzutage genau in der Mitte des Lebens. Golden Girls, alle zusammen. Was passiert nur mit uns Frauen über Nacht? Das fragt man sich ja, wenn man 50 wird. Implodieren wir? Was steckt dahinter? Es ist alles so unfair. Ein Mann sieht ja beim Aufwachen genauso aus wie beim Einschlafen. Als Frau fängst du jeden Tag bei Null an. Man sieht es ja beispielsweise auch, diese Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen, nicht wahr? Die Männer, die akzeptieren das Älterwerden doch erst, wenn ihnen der liebe Gott die Haare, die einst auf dem Kopf wuchsen, in die Nase und in die Ohren steckt. Nehmen Sie beispielsweise mal den Hugo Egon Balder. Der Mann ist ja gerade 70 geworden. Immer wenn ich den im Studio sehe, blockiert der die Maske für geschlagene 2 Stunden. Er betritt die Maske als alter Sack, er verlässt die Maske als alter Sack. Ich frage mich, was die in der Zeit an dem machen lassen. Bei mir findet ja wenigstens ein Wunder statt, aber wahrscheinlich beansprucht das Kleben der Perücke so viel Zeit. Sie glauben ja gar nicht, wie viele Männer in der Entertainment-Branche mit Zweitfrisur arbeiten. Was sagen Sie eigentlich zu der Perücke und dem Toupet von Thomas Gottschalk? Ich habe es ja
ja mal per Zufall entdeckt, als ich es am Flughafen aus seiner Reisetasche heraus purzeln sah. Ich hatte es ja zuerst für seinen kleinen Yorkshire Terrier gehalten. Naja, und immer wenn ich das faltige Gesicht von dem Dieter Bohlen in der Glotze sehe, da frage ich mich inzwischen, wie müssen wohl dem seine Eier aussehen? Oh Gott, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Wahrscheinlich habe ich Halluzinationen eines jubelnden Publikums. Bleiben wir also noch ein bisschen beim Thema Mann. Das Phänomen Mann will ja erforscht sein. Der Mann als solcher ist bequem. Männer hängen an alten Gewohnheiten und sie scheuen die Veränderung. Männer bauen ihr Leben auf einige wenige Strukturen auf und bleiben den Gewohnheiten, mit denen sie einmal Erfolg gehabt haben, ein Leben lang treu. Man halte sich beispielsweise vor Augen, wie wenig Klamotten ein Mann im Vergleich zu uns Frauen benötigt, um tadellos durchs Leben zu gehen. Jeans, einen dunklen Anzug, was Sportliches für die Freizeit, ein paar Hemden und zwei Sakkos. Diese Mode ändert sich nie. Ein Mann kann mit einem einzigen Koffer in der Hand die Welt erobern. Es würde niemanden stören. Männer kaufen eine Ladung Socken und Boxershorts und dann ist das Thema Kleidung jahrelang von der Festplatte verschwunden. Und sie fühlen sich auch erst so richtig wohl, wenn sie so aussehen wie alle anderen. Männer sind wie Pinguine. Die sagen sich, der da drüben hat das selber an wie Icke, dann wird das ja okay sein. Wir müssen das Phänomen Mann begreifen lernen. Männer sind Beuteltiere. Sie tragen die Geschlechtsorgane außen und werden dadurch stets an das Päckchen, was sie im Leben zu tragen haben, erinnert. Und sie müssen erst mal mühsam lernen, im Alltag ihr Gemächt auszubalancieren, ohne darüber zu stolpern. Leider gelingt dies selten. Wie gehandicapt Männer rein anatomisch schon mal sind, lässt sich hervorragend studieren, wenn man unauffällig am Strand nichts als den Mann und das Meer beobachtet. Ich liebe es ja dabei zu sein, wenn Männer am Meer nackt aus dem Wasser kommen und eine Riesenshow am Strand abziehen, um ihr Gemächt zu rearrangieren. Mit Badehose ist es ja noch dramatischer, denn da verfängt sich der Zwickel in der Kimme. Und das nasse Polyester-Dreieck muss erstmal mühsam und kompliziert aus den anatomischen Engpässen herausgepult werden. Ja, an schönen Sommertagen einfach im Strandkorb zu sitzen und zu beobachten, was für ein Feiztanz die Kerle aufführen, um ein Seil und zwei Glocken so auszubalancieren, dass sie sich halbwegs aufrecht halten können. Das ist für mich ganz großes Kino. Und dann bücken sich die Typen auch noch breitbeinig nach dem Handtuch und rubbeln ihre Region ab wie ungestümes Areal, das ihnen selber nicht ganz geheuer ist. Und was sich erst abspielt, wenn Männer sich an diesen Gruppentrögen versammeln, die sie als Pissbecken nutzen. Da steht dann eine Riege im Nadelstreifenanzug und poolt unter Reißverschluss, Knopfleiste und Feinripp erstmal den kleinen Lümmel hervor, um im Kreise der Artgenossen in ein überdimensional großes Urinal zu zielen. Gekleckert wird dabei trotzdem. Ich bitte Sie, wenn ein Mann in einem hell erleuchteten Raume nicht in der Lage ist, in die Mitte von einem Klobrillen großem runden Loch zu zielen, was habe ich denn da im Dunkeln zu erwarten? Und Urinale sind auch nicht besser. Sie wirken auf mich so grotesk wie aufgesperrte Münder. Naja, all das macht Männer zu Nervenwracks. Und deshalb packen sie ihr Ding auch bereits wieder ein, obwohl der Penis beim Pinkeln sagt, Moment, ich hätte da noch einen Tropfen übrig.
Der letzte Tropfen hängt in den Boxershorts und er modert im Büro. Die Kerle kleckern und was sie hinterlassen, das gärt in der Sonne vor sich hin. Und ich spreche hier von Typen in den besten Mannesjahren. Wie soll das denn erst werden, wenn ihr echte Blasenprobleme bekommt? Wenn die Prostata eines schönen Tages ruft, hallo, hier bin ich, mir tropft die Nase. Deshalb kann ich nur sagen, wo wir schon mal beim Thema Männer sind, ihr seid nicht so stark gebaut, wie ihr es gerne wäret. Ihr seid auch nicht so mickrig und schwach, wie ihr befürchtet. Wenn wir euch lieben, ist uns das alles scheißegal. Ja, wir wischen euch hinterher. Wir statten auch für all die Jahre, die erst noch kommen werden, die Männerurinale mit Klopapier und dick und durstig Rollen aus und sagen uns, na gut, dann kriegen wir Frauen eben ein bisschen weniger ab und leben von dem, was an Klopapier für uns übrig bleibt. Aber tut uns den Gefallen und begreift endlich, dass die Welt nicht an eurer Penisspitze endet. Die interessiert uns nur manchmal. Wie oft? Das liegt an euch. Zur Not geht es nämlich auch ohne. Packt das Ding ein und lasst es in Ruhe seinen Lebensabend genießen. Der Dödel will auch mal Pause haben. So, jetzt springe ich zu dem schönen Kapitel. Bleiben wir noch ein wenig bei den Männern. Der gemeine Greis im Verkehr. Ich habe mich ja immer als politisch sensible Person empfunden. Nicht korrekt, aber sensibel. Ich bete Sie, ich sage niemandem ins Gesicht, dass er einen beschissenen Geschmack hat oder hässlich ist. Ich stecke Menschen auch nicht in Schubladen. Ich pflege keine Vorurteile, beschimpfe kleine Menschen nicht als Zwerge und rufe Asiaten nicht Schlitzauge. Aber wenn ich am Steuer sitze, denn sind alle anderen Arschlöcher. Ich muss dazu sagen, dass ich mir den Führerschein härter erworben habe als jeder andere. Ich habe ihn nämlich erst mit 45 Jahren und nach 120 Fahrstunden erhalten. Wissen Sie, ich bin ja im Herzen der Hauptstadt geboren. Im St. Franziskus Krankenhaus, am Bahnhof Zoo, vis-à-vis vom Affenhaus. Ja, und da braucht man einfach keinen Führerschein. Es hat ja alleine schon 2 Unterrichtseinheiten gebraucht, mir zu erklären, wie man diesen riesengroßen Falk-Stadtplan wieder ordentlich zusammenfaltet. Und auch am Navi bin ich lange Zeit gescheitert. Ich bin mit dieser Frau, die da irgendwo neben meinem Handschuhfach eingebaut war, als ich meinen neuen Wagen bekam, überhaupt nicht klargekommen. Als ich mich verfahren habe, hat die ja neulich sogar mal zu mir gesagt, nach 2 Kilometern halten Sie an, steigen Sie aus und fragen Sie nach der richtigen Richtung. Ich habe mir daraufhin einen Mann einsetzen lassen. Die Typen haben ja doch besseren Orientierungssinn. Aber niemand passt im Verkehr so gut auf wie ich. Ich setze zuverlässig meinen Blinker ein. Ich gebe Warnsignale, sogar mit der Hand. Ich zeige den Mittelfinger, wenn mir einer den Parkplatz klaut. Oder den Vogel, wenn mich einer auf der falschen Seite überholt. Aber ich fahre nicht auf meinen Vordermann auf und auch nicht über andere Menschen drüber. Also ich bitte Sie. Es ist alles im grünen Bereich. Ich nehme mir auch Zeit für andere Verkehrsteilnehmer. Gut, bei Unstimmigkeiten rege ich mich schon mal auf, aber ich steige doch nicht so wie andere Leute wild gestikulierend aus dem Wagen aus und trage Meinungsverschiedenheiten während einer Ampelphase aus. Passiert mir doch immer wieder, dass Leute aus dem Auto rauskommen, an meine Scheibe klopfen und mich bedrohen. Ich drehe denn die Musik laut auf, Techno, bis mir die Ohren dröhnen. Und kieke in die andere Richtung. Ich frage mich sowieso, wie die Leute alle zu ihrem Führerschein gekommen sind. Kann man den neuerdings auf Google Earth machen oder haben die den auf eBay ersteigert? Und die meisten Menschen, die ich im Verkehr überhole, sind sowieso viel zu alt
um noch an dem verdammten Steuer zu sitzen. Und es gibt sogar eine ganze Menge Leute, die nicht nur zu alt zum Fahren sind, sondern gleichzeitig auch noch zu klein. Sitzen in dicksten Autos und sind kaum zu sehen. Immer wieder preschen an mir führerlose Autos vorbei. Irgendwelche Freaks sitzen drin, können nicht übers Armaturenbrett schauen, nehmen mir aber die Vorfahrt. Wahrscheinlich sitzen sie auf Campingkissen, halten die Arme nach oben ausgestreckt und kämpfen darum, ihr schlohweißes Haupt übers Armaturenbrett zu erheben. Ich hasse solche Verkehrsteilnehmer. Ich flippe aus, wenn ich sehe, wie Autos neben mir von ganz alleine fahren und man keine Ahnung hat, was als nächstes passieren wird. Und dann purzeln diese Zwerge plötzlich auf einem Behindertenparkplatz aus dem Vehikel raus und steigen in den Rollstuhl um. Da wäre ich ja aus Stein, wenn ich mich nicht aufregen würde, aber anbrüllen darf man sie ja nicht, weil sie alt sind. Stehen ja unter Artenschutz. Am liebsten würde ich sagen, verdammt nochmal, Menschenskinder, warum nehmt ihr denn nicht den Bus? Ihr kriegt doch Freifahrschein, holt euch doch einen gottverdammten Seniorenpass. Aber nein, die Rentner wollen mobil bleiben, damit sie noch was vom Leben haben. Und wenn sie denn sehen, dass andere junge Leute, so wie ich, sich am Steuer schminken, die Wimpern ankleben, die Nägel lackieren, einen Kaffee trinken, E-Mails, SMS und Social Media bearbeiten und parallel zum Frühstücken dabei beim Überholen auch noch den Wagen aussaugen, dann werden sie aggressiv, nur weil ich 30 Jahre jünger bin und mitten im Leben stehe. Naja, und Rentner betrachten ja ihren Opel Kadett aus den 80ern als Zweitwohnsitz. Ne? Deshalb haben sie ja Auslegware und Perserteppiche drin. Ne? Dafür ist es ja denn auch normal, wenn man ihnen beim Fahren die Windeln wechselt. Ne? Befinden sich ja in einer Erweiterung ihres Zuhauses, haben hinten an Kleiderbügeln die Jacketts aufgehängt, wechseln die Schuhe im Auto, machen auf Parkplätzen immer mal ein Nickerchen. Manche von den Greisen am Steuer, die merken ja nicht mal mehr, wenn ihnen der Schniedel raushängt. Ne? Ich mag sowas nicht. Ich finde, es sollte ein Gesetz geben, dass in aller Öffentlichkeit so etwas verboten ist. Genauso wie Oralsex beim Fahren. Das erlebe ich doch immer wieder, wenn ich in meinem hohen Range Rover sitze, dass Leute unter mir im Porsche beim Fahren einen geblasen bekommen. Naja, vielleicht liegt der Kopf der Frau ja auch nur so im Schoß, ja. Und sie macht ein Nickerchen. Oder sie sucht was. Oder sie repariert einen Reißverschluss vom Hosenstall mit der Zähne. Kann ja alles sein. Aber es lenkt mich ab. Ja? Wenn ich Auto fahre, will ich mich konzentrieren und nicht erleben, wie ein wildfremder Mann während einer Ampelphase zum Höhepunkt kommt. Aber abgesehen davon fahre ich inzwischen recht gerne Auto. Und in der Regel parke ich auch immer so ein, dass unter mir kein anderer Wagen zum Stehen kommt. Und allzu weit ist der Weg von meiner Parklücke bis zum Bürgersteig dann auch nicht mehr. Als ich noch richtig jung war, da habe ich mir mal meinen Fuß im Handschuhfach eingeklemmt. Gott sei Dank, dass diese Stoßzeiten vorbei sind. Ich finde, irgendwann sollte man die Beine im Auto als Dame nicht mehr auf Höhe des Armaturenbrettes anheben. Wenn Sie mich fragen, ich finde, das schickt sich nicht für Frauen ab 40. Aber egal, ich mache mir sowieso nicht mehr viel aus Sex. Wissen Sie, die konventionellen Positionen machen mich klaustrophobisch. Von den anderen bekomme ich Maulsperre und einen steifen Hals. Ich greife mir eigentlich nur noch in den Schritt, um meine Gebärmutter zurückzuschieben. Dankeschön. So, jetzt machen wir mal weiter. Eine wunderschöne Autogrammkarte, ne? Die verschicke ich ja auch. Und man kann nach meinen Live-Shows normalerweise diese Selfies mit mir machen und sich dann auch eine solche Autogrammkarte bei mir als Souvenir kostenfrei gratis abholen. Diesem Buch gibt es ein Leben nach 50, ging ja mein erster Bestseller voraus, gibt es ein Leben nach 40. Und nachdem wir ja jetzt uns die Männer vorgeknöpft haben, schwenke ich doch mal eben
zu Recht nur zu meinem weiblichen Publikum über. Betrachten wir doch mal das, was die Frauen jetzt durchmachen, wo es plötzlich wieder warm wird, wo man wieder die Figur im Spiegel unter die Lupe nimmt. Und dies animierte mich zu dem Kapitel, warum ein guter Bikini schwerer zu finden ist als ein Ehemann. Ein sehr aktuelles Thema, denn er ist wieder da. Der Horror, einen Badeanzug kaufen zu müssen. Kreischende Frauenseufzer sind aus sämtlichen Umkleidekabinen zu hören und Dramen finden statt vor den unerbittlichen Zerrspiegeln dieses 2 Quadratmeter Schreckenskabinetts, was sich Umkleidekabine nennt. Ich finde, man sollte den Geschäften raten, für Frauen über 25 Seniorenkabinen einzurichten. Mit 30 Watt Glühbirnen oder Kerzenlicht. Außerdem sollte eine Fachkraft vom sozialpsychiatrischen Krisendienst dabei sitzen. Auch 2 bis 3 Gläser Wein auf Kosten der Abteilung wären hilfreich. Klinge ich vielleicht bitter? Okay. Ich bin bitter. Hören Sie doch auf mit Ihrem Argument. Ja, aber du siehst noch so gut aus. Nicht das Fett ist der Feind Nummer 1, sondern das Bindegewebe. Eine junge, fette Kuh, die bei meiner Statur 20 Pfund mehr wiegt, sieht trotzdem praller und knackiger aus, weil das feste Bindegewebe wie in einer Presswurstpelle das Fett an Ort und Stelle hält. Und ich glaube, das erste Mal, wenn man sich in Unterwäsche die Haare vom Badezimmerspiegel bürstet und erlebt, wie die Oberarme entgegen der Bewegungsrichtung schlabbern, ist der Prozess nicht mehr länger zu verdrängen. Nun ja, ich stand also herausgepellt nach einem wohlverpackten Winter in dieser 2,2 Quadratmeter Zelle des Schreckens, umgeben von einem 365 Grad Spiegelkabinett und unter blauem Neon-Mischlicht. Und ich probierte 2 handtellergroße Mini-Dreiecke an, die sich Song und String Bikini Tanga nannten. Muss Ihnen ehrlich sagen, ich hielt inne. Ein unerwarteter Moment der Stille im KDW. Draußen tobt das Leben und hier war ich konfrontiert mit meinem Spiegelbild und mir selbst. Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen ihre Rückseite im Spiegel betrachten, dann hätte er die Augen im Kopf nicht nach vorne gesetzt. Ja, ich gebe zu. Ich horchte in mich hinein. Ich trat in einen inneren Dialog und ich vernahm plötzlich, während ich so dieses Etwas, dieses unbekannte Wesen in der Reflexion des Spiegels betrachtete, eine innere Stimme. Sie sagte zu mir: Spiegeln, Spiegeln an der Wand, woher kommt das Raffrolo, das ich unter deinem Arsche fand? In diesem Moment riss die minderjährige Azubi-Schlampe den Vorhang der Umkleide beiseite und flötete: Versuchen Sie es doch mal mit dem Bikini! Und reichte mir 2 fluoreszierende Stretchbänder. Ich hätte sie für Aerobic-Stirnbänder gehalten. Aber eins hat den Zwickel dazwischen. Denn schien das wohl der Schlüpper zu sein. Habe ich mich also schweißgebadet in die Mini-Micro-Lycra hineingezwängt, als ich feststellte, dass der Thong, ein Thong ist ja noch kleiner als ein String, ne? Ganz kleiner Bindfaden, dass der mit dem Oberteil durch ein quer verlaufendes Stretchband verbunden war. Schicke Idee, aber leider zu kurz. Ich hatte die Wahl, gekrümmte Haltung unter neonblauem Mischlicht oder
Schmerzfreiheit und aufrecht stehen, aber der String spaltet dir die Lippen. Ich entschied mich für Schmerzfreiheit und gekrümmte Haltung unter blauem Neon-Mischlicht. Plötzlich holte aber mein Spiegelbild in diesem Kabinett der Reflexion zum nächsten Tiefschlag aus. Ich hatte keine Brüste mehr in diesem Winkel betrachtet. Sie waren weg. Der eine Busen klemmte dann, zum Glück flach gequetscht wie eine Flunder unter meiner rechten Achsel, der andere zweigeteilt durch den Drahtbügel des wattierten Push-Up-Bra zwischen Rücken und siebter Rippe. Wie ich mich so betrachtete, kam ich mir in dieser Haltung vor, wie zur Schau gestellt unter einem Glassturz im Kriminalmuseum der Charité. Ich hätte aber auch als modernes Kunstwerk auf der Documenta Kassel ausgestellt werden können, mit einem Erklärungsschild unter Acrylglas. Beginn des 21. Jahrhunderts, Frau mittleren Alters, nach der Menopause, Mitteldeutschland ungefickt. In diesem Moment riss die minderjährige Azubi-Schlampe den Vorhang der Umkleide beiseite und flötete: Na bitte, sitz doch wie angegossen! Ich habe mir dann einen Leoparden-Push-Up-Einteiler bringen lassen, mit Stangen im BH-Bereich, Rüschen über den Hüften und einer Art Röckchen über dem Po, bestehend aus halblangen Bermuda-Shorts und einem Bikini-Oberteil mit Kapuze dran. Kann man ja mal gebrauchen, wenn's beim CSD mal regnet. Wie ich aber unter diesem sehr schlechten Neon-Mischlicht sehr schlecht ausgeleuchtet meine Reflexion betrachtete, da kam ich mir vor wie Angela Merkel, schwanger mit Drillingen, wovon mir zwei in die Oberschenkel gerutscht sind. So kann es gehen. Viel Spaß beim nächsten Einkauf. Gott sei Dank gibt es als Alternative ja Homeshopping und Online-Shopping. Das ist besser, als sich dem auszusetzen, was ich eben geschildert habe. Denn es ist wirklich viel, viel schwerer, einen Bikini zu finden, der sitzt, als einen passenden Ehemann. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es folgte so dann der Bestseller Nein ist das neue Jahr. Nein ist das neue Jahr. Warum wir nicht alles abnicken müssen. Wissen Sie das, womit die so jetzt in Propaganda gehen, dass man sich nicht alles bieten lassen muss? Mein Gott, das habe ich doch schon vor 10 Jahren geschrieben. Ich war doch meiner Zeit immer schon als Avantgardistin eine ganze Dekade voraus. Jetzt muss ich mal schnell die spitze Zunge anfeuchten. Denn es geht in diesem Buch nun wirklich ab. Ich bin ja echt der Meinung, auch politisch, auch gesellschaftlich, soziologisch, dass man nicht alles abnicken muss. Deshalb gibt es hier so wunderbare Kapitel wie beispielsweise 50 Shades of Nein. Nein in the City. Die Shopping Queen sagt Nö. Nein im Schuhparadies, Peace, Love and Flip-Flops. Nein zur Fukuhila, nein mit ganz viel Glitzer-Topping, wie man ein charmantes Nein serviert. Und das wunderbare Kapitel, Nein zu Botox, da muss ich lachen, wenn ich könnte. Aber heute wähle ich das Kapitel aus, Nein zum Beauty-Wahn, Hello Doktor, denn wir haben uns ja hier versammelt, weil wir uns amüsieren wollen. Mir schreiben ja auch sehr viele Menschen heutzutage dank Social Media immer wieder Fragen. Sie fragen mich beispielsweise, Frau Nick, wie würden Sie in dieser Situation handeln? Frau Nick, ich bin übergewichtig, vollschlank. Soll ich einen Bikini kaufen oder doch besser einen Badeanzug? Liebe Frau Nick, mein Freund hat sich als Transgender
Gender entpuppt, bin ich jetzt lesbisch und so weiter und so fort. Und so schrieben mir auch sehr viele Leute, wie ist denn das eigentlich mit den Schönheitsoperationen? Haben Sie was machen lassen? Ich muss sagen, ein bisschen Botox, ein bisschen Filler, okay, aber quack, quack, quack und Ducklip, no go, no go Ducklip. Schauen wir doch mal genauer hin. Sie wollen ein Z-Promi werden? Sagen Sie einfach Ja zu Ihrem Arzt. Anschließend wandern Sie aus. Machen Sie irgendeinen Unsinn und laden Sie dazu das Fernsehen ein. Dann brauchen Sie sich nur noch Autogrammkarten drucken zu lassen und schwupps, schon haben Sie einen Job auf der Venus-Erotik-Messe in Berlin. Hernach wird im Blitzlichtgewitter das Ergebnis der Spanner, die sich an Ihnen an die Fersen heften, auf allen Kanälen gepostet. Im Nu werden Sie mit der neuen schlanken Taille und den angeschraubten XXL-Melonen auf 250.000 Likes verweisen können. Dann gehen Sie zu Temptation Island und lassen sich die Titten tätowieren. Am besten lassen Sie sich mit einer flauschigen Katze auf dem Arm ablichten. Damit holen Sie nicht nur die Erotikliebhaber, sondern auch die Katzenmuttis ab. Und dann sind auch Sie ein Star. Was will man mehr? Wenn Sie an diesem Punkt mit dem Chirurgen einen Deal machen und er sich öffentlich zu seiner Holzschnitt-Handwerkskunst bekennt, drechselt er für Sie in Zukunft gratis. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Das ZDF wird bei Ihnen anklopfen, der Weg ins Big Brother-Haus ist frei und der MDR rückt einen Schallplattenvertrag heraus. Nun ja, eine lauwarme Celebrity zu sein, das hat heutzutage jegliche Exklusivität verloren. Früher gab es das Panoptikum, heute gibt es das OK-Magazin. Und seit Frankenstein hat sich viel verändert. Was früher ein Horrorfilm war, gilt heute als erstrebenswert und taugt zur lockeren Nachmittagsunterhaltung. Wenn man mich nach dem Alter fragt, sage ich immer, ich bin 39 plus Mehrwertsteuer. Und viele meiner Kolleginnen, glauben Sie es mir, die tragen inzwischen ihre Kaiserschnittnarbe als Halskrause. Dazu sage ich ganz einfach nein. Komischerweise ist den lauwarmen Celebrities zu eigen, dass sie sich nicht nur zurechtschnippeln und neu zusammentackern lassen, sondern dass sie ihren Rohbau dann auch mit schwarzbläulicher Tinte bedrucken. Das Phänomen der Bodyart und der Ganzkörper-Tattoos ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir sollen die Botschaften, die nonverbal vermittelt werden, aufnehmen wie ein Scanner an der Kasse des Supermarktes. Wir sollen verstehen, wie die Trägerin wahrgenommen werden möchte. Meist zielen voll durchtätowierte Starlets darauf ab, als Hure, Junkie oder Alkoholiker zu gelten. Sie wollen wie ein williges Motorradluder wirken, als Biker-Bitch rüberkommen, die einen abgefuckten alten Rocker dazu einlädt, es ihr auf dem Tank seiner Harley zu besorgen. Nach dem Motto, Jungs, mit mir könnt ihr das machen und ich trag auch keinen Schlüpper. Aber genug über Sophia Tomalla. Okay, das wissenschaftliche Magazin, was diese Body Art analysiert hat, hat nicht ganz mein Vokabular verwendet, aber es hätte es tun können. Ich für meinen Teil hätte viel zu viel Sorge, wie ich den Tattoo-Schmuck, der mir in einer gewissen Lebensphase etwas bedeutet haben mag, wieder loswerde, wenn ich mich weiterentwickelt habe. Es mag ja sein, dass man in einer gewissen Lebensphase als ein scharfer Feger, ein geiles Luder, eine devote Motorradbraut, eine Promiskestute, die es für ein Bier macht, wahrgenommen werden möchte. Siehe Gina-Lisa Lofink. Die hat ja mit ihrer gepiersten Zunge neulich bei Michaela Schäfer feucht durchgewischt.
ganz nach dem Motto, ich bin nicht lesbisch. Aber 20 Euro sind 20 Euro. Nun ja, man erzählt sich in der Berliner Clubszene, die Zunge von Gina Lisa sei inzwischen arg rostig. Ja, aber was nun, wenn ich mich weiterentwickelt habe? Wenn ich vielleicht in der Mitte des Lebens mit dieser Phase, in der ich wie ein williges Motorradluder wirken wollte, abgeschlossen habe? Wohin dann mit der Reproduktion von Picassos Guernica auf meinem Rücken, wenn ich mich 10 Jahre später vielleicht für die Impressionisten interessiere? Was wird aus der Nixe, die quer über meinem Oberschenkel auf einem Hammerhai einhergeritten kommt, wenn ich plötzlich im Alter auf Blümchentapete, Antiquitäten und Operette stehe? Wer arbeitet mein keltisches Band am Oberarm zu einem Notenschlüssel um? Und was, wenn das Teddybär-Tattoo am Unterbauch längst zur Giraffe geworden ist? Kann jemand dieses Tattoo retten und aus dem verzerrten Teddy vielleicht der Schrei von Edvard Munch stechen? Und wohin eines Tages mit all den Piercings, wenn bei den losen Ludern erst die Löcher ausleiern? Die Hardware zu entfernen ist der erste Schritt. Aber wie lange muss man eigentlich abwarten, bis sich so ein Loch wieder verschließt? Wer lange ein dickes Bauchnabelpiercing hatte, wird sich nach dessen Entfernung in Geduld üben und so mancher Frage stellen müssen, ganz zu schweigen von dem Durcheinander, das entsteht, wenn bei einer Bauchdeckenstraffung der neue Nabel künstlich angelegt und naturgetreu nachgestochen werden muss. Denn das ist Standard bei der Bauchdeckenstraffung, wird ja ganz klassisch wie beim Schneider das überflüssige Hautlappengewebe stramm nach unten gezogen, abgeschnitten und in den Venushügel eingetackert. Natürlich verschwindet dann der Bauchnabel dort, sagen wir mal, wo eigentlich eine Klitoris geplant war. Auf diese Weise ist schon aus mancher alten Hure von der Meile wieder eine Jungfrau geworden. Natürlich wird aus einem Fettüberschuss ein künstlicher Bauchnabel dann in dieser Region aufgenäht. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich jedes ungenutzte Loch in der Natur von selber wieder verschließt. Es wuchert zu. Use it or lose it. Wie bei einer alten entwurzelten Eiche, die entsorgt wurde und nur einen erdigen Krater hinterlässt. Nach 1 bis 2 Jahren ist das ungenutzte Loch verwittert und bietet bestenfalls noch Ameisen- und Insektenunterschlupf. Um dem Zuwachsen und der Stilllegung ihrer künstlich und natürlich vorhandenen Löcher entgegenzusteuern, lassen sich manche Kolleginnen von mir sogar die Schamlippen aufspritzen, damit es wenigstens auf den eigenen Profilbildern noch so aussieht, als wäre die Einfahrt in Benutzung. Neulich habe ich auf dem roten Teppich Michaela Schäfer wieder gesehen. Ihre Lippen sahen von der Seite aus wie der Schnabel eines Pelikans. Ich musste mich beherrschen, nicht die Fischfilets und das Sushi vom Häppchenbuffet nach ihr zu werfen. Aber vielleicht erfüllt so ein Schnabel ja auch einen guten Zweck. Wie beispielsweise bei Carina Spack. Vielleicht lenkt er von all den dummen und billigen Dingen ab, die aus einem solchen Mund herauskommen oder dort hineingeschoben werden. Es ist wirklich schade, wenn sich junge, hübsche Mädchen so entstellen. Ich würde mir auch nie die Brüste vergrößern lassen. Wenn die Kerle größere Brüste wollen, dann sollen sie doch sich gefälligst die Hände verkleinern. Nun ja, die ein oder andere OP wird auch ihre Vorteile haben. Aber wenn es an Selbstverstümmelung erinnert, da braucht man ja beim Autofahren eigentlich gar keine Airbags mehr. Diese Wannabe-Celebrities erzählen ja immer, wie glücklich sie durch die Eingriffe geworden sind. Ich glaube, alle warten jetzt darauf, dass ich was über Anushka Renzi sage. Okay, hier kommt meine Meinung. Total Schaden. Der Laster krachte genau in die Mitte der Visage. Nun ja, Patricia Blanco, das war ja jetzt alles schon vor 20 Jahren. Heute geht man damit schmerzfrei um. Patricia Blanco hat sich ja aus dem Überschuss
ihrer Schamlippen neue Brustwarzen formen lassen, weil die alten Brustwarzen nach einer verpfuschten Brustvergrößerung erst abgestorben und dann abgefault und abgefallen sind. Tja, echt jetzt, da kann doch keiner sagen, ich lästere. Plumps lagen die Warzenhöfe samt Nippel am Boden und zufälligerweise war ein Team von RTL dabei. Aber Patricia sieht mit ihrer verkürzten und gelifteten Mumu besser aus denn je. Ich finde, sie wirkt jünger, vor allem durch das gebleachte Arschloch. Leider wird der Konsument diese Wartungsmaßnahmen erst zu sehen bekommen, wenn die Vagina in Vorher-Nachher-Bildern abgebildet wird. Aber auf persönliche Nachfrage dürfte stundenweiser Zutritt bei einer Privataudienz gewährleistet sein. Nein, Patricia Blanco ist nicht käuflich. Aber man kann sie mieten, und zwar zum Knallerpreis. Sie kostet nur wenig mehr als eine herabgesetzte Schaumstoffmatratze bei Taco. Dankeschön. Zwischendurch mal schnell ein Schluck Champagner. Damit die Zunge auch weiterhin flutscht. Und nun wird's ganz aktuell. Allerdings nehme ich die Premiere meines aktuellen Bestsellers, Spiegel-Bestsellerliste Platz 10 im Bereich Ratgeber, nicht voraus, denn das feiern wir ja im Oktober. Das öffentliche Outing, aber weil ihr so brav wart, weil ihr mich heute hier ins BKA begleitet habt, möchte ich euch nicht enttäuschen und auch aus diesem aktuellen Bestseller Der Lack bleibt dran, eine kleine Kostprobe geben, und zwar aus dem Vorwort. Dieses Buch unterscheidet sich schon dadurch, dass wunderschöne Bilder drin sind. Hier beispielsweise eine sehr schöne Position und ganz interessant, wenn Sie mal bitte vergleichen möchten. 2007 und 2020. Ja, so kann das gehen mit ein bisschen Disziplin. Ich bin ja ein Kind der 60er Jahre und ich kann wirklich nur sagen, wir haben damals aus politischen Gründen 1974 unsere BHs verbrannt. Und wir werden uns dem Rentnerdasein im herkömmlichen Stil auf jeden Fall verweigern. So sieht 60 heute aus. Nehmt euch ein Beispiel. Jetzt lese ich mal das Vorwort aus diesem wunderbaren Werk, Der Lack bleibt dran, mein ultimatives Anti-Aging-Aging-Buch, vor, so als Teaser, als Amuse-Gueule, bevor wir zum Ende kommen. Steht auch vorne so ein netter Sinnspruch drin. Meine Großmutter pflegte ihn zu sagen: Das Leben ist kurz, also genießt jeden einzelnen Tag und erfreut euch an den gottverdammten Rosen. Und hier noch ein Tipp fürs Leben: Nie mehr abbeißen, als man runterschlucken kann. Und in der Tat, dieses Buch ist das Buch, das keiner schreiben wollte. Ein Leben nach 40, ein Leben nach 50, das mag ja noch eine vielversprechende Aussicht sein. Keiner will jung sterben. In der Mitte des Lebens ist man über dem Berg. Der Aufstieg war mühsam, aber die Aussichten sind auf einmal spektakulär. Ein Leben nach 60 klingt nicht unbedingt sexy. Da kommen doch Themen wie Frührente, Rheuma, Rücken ins Spiel. Galten Junggebliebene in diesem Alter nicht einst gar als rüstig? Agil? Flott? Das Schöne ist, Rückenversorgungsamt, Umschulung, Schuppenflechte, Laktoseintoleranz, Nussallergie, Neurodermitis, Plattfuß. Die Verbreitung dieser Alterserscheinungen gibt es bereits in der werberelevanten Zielgruppe der 16- bis 39-Jährigen und befindet sich seit 10 Jahren stabil auf einem Allzeithoch.
Wir über 60-Jährigen, wir sind darüber schon lange hinweg und werden davon nicht mehr betroffen sein, denn wir haben HIV, Rinderwahn, Vogelgrippe, Schweinepest, die Wende und Corona überstanden und uns ganz nebenbei unmerklich zu Langstreckenläufern entwickelt. Und das gilt auch für die Kerle. Okay, in der Mitte des Lebens ändert sich das Leben. Wer stundenlang auf dem Sofa vor sich hin döst, wird von minderjährigen Enkeln schon mal für tot gehalten. Und wer mit 50 plus immer noch den Champagner aus der Pantoulette der Geliebten schlürft, der muss aufpassen, dass er nicht an einer Dr. Scholl Schuheinlage erstickt. Eins ist gewiss, die Generation der Babyboomer wird das Leben ab 60 neu erfinden, so wie sie auch sonst alles auf den Kopf gestellt hat. Und aus jenen, die zwischen 1955 und dem Pillenknick gegen Ende der 60er Jahre geboren wurden, besteht nun mal die Gesellschaft zu 30%. Macht 35 Millionen Bürger, die von mir Autogramme und ein Selfie wollen und mit mir im selben Boot sitzen. Wenn die alle ins Rentenalter kommen und über 60 sind, kommt keiner mehr an den Better Than Ever Agern vorbei. Da waren ja die Golden Girls so etwas wie unsere Warm-up-Vorgruppe. Und genauso wie meine Generation einst aus politischen Gründen die BHs verbrannte, Emanzipation, Gleichstellung, LGBTQ-Communities und die Wende initiiert hat, werden sich die Revoluzzer von damals auch im Rentenalter neu definieren. Immerhin stehen uns noch 40 glückliche, glorreiche Jahre bevor. Jahre mit Freizeit, Beruf und Geld, mit entsorgten Ehemännern und Kindern, die auf sich selbst aufpassen können. 100 Jahre alt zu werden, war einst ein biblisches Alter. Heute ist das doch gar kein Thema mehr. Wir sollten schon jetzt anfangen, den 100. Geburtstag zu planen, solange wir noch bei Trost sind. Denn 60 ist kein Alter. Zumindest, wenn man 100 ist. Ich werde ja in Talkshows oft gefragt, was sollen die Leute in 100 Jahren einmal über sie sagen? Ich will, dass man sagt, wow, sieht die aber gut aus für ihr Alter. Bis jetzt hat es geklappt, all den Klischees ein Schnippchen zu schlagen und nicht den üblen Weissagungen zu entsprechen, die generell jedem Leben nach 40 prophezeit werden. Da heißt es doch, warte nur, bis du in die Wechseljahre kommst, da gehst du auseinander wie ein Hefekloß. Bei Irma, da kam der Mutti Speck und die dicken Beine auch erst ab 50. Wir haben doch alle im Klimakterium die Krampfadern bekommen und eine Wampe, wart's nur ab. Als Frau jenseits der 50 wirst du unsichtbar? Nein, das ist alles Gequatsche von vorgestern. Bullshit, nichts von dem hat sich bewahrheitet und es ist mental eine sehr schädigende Haltung. Ein falscher Spirit. Genauso attraktiv, gut gelaunt und erhaben werde ich den nächsten 40 Jahren entgegensehen. Nicht nur, dass ich ab 40 sowieso immer attraktiver geworden bin, was ja meine Neider und Hater auf die Palme bringt. Ich sah nie besser aus als heute. Mag am Typ liegen, ist für mich beschlossene Sache, dass ich mit 80 von allen die Schönste sein werde. Und ich weiß auch genau, wie das geht. Diese Geheimnisse will ich nicht einmal für mich behalten, sondern großzügig mit meinen Lesern teilen. Ich tue es gern, denn ein Wandel findet statt und ich bin die Galionsfigur. Ich werde in diesem Buch Anleitungen, Geheimnisse, Tipps und Methoden vermitteln, die für jeden umsetzbar sind, und zwar ohne, dass man einen Vertrag im Fitnessstudio oder woanders unterschreiben muss, ohne dass man erst eine neue Küche einbauen und den Weber-Grill anschaffen muss, um sich besser zu fühlen. Kennen wir doch, man hat sich vorgenommen, ein perfektes Dinner aufzutischen und im Lauf der Vorbereitung bemerkt man, Mist,
Ich habe ja nicht mal die richtige Küche dafür. Wie oft scheitern Projekte daran, dass man gar nicht das hochgestochene Equipment besitzt oder den Thermomix für 2000 Euro. Nein, legen Sie die Beine hoch, machen Sie sich eine schöne Tasse Tee und seien Sie gewiss, unser Jungbrunnen entspringt unseren Gedanken. Selbst Heidi Klum hat mich nach meinem Erfolgsrezept gefragt. Die Antwort ist sehr einfach. Ich bin wach, wenn andere schlafen. Es ist nicht leicht, in einer Welt aus Tant und Talmi ein funkelnder Diamant zu sein. Und ich verrate Ihnen ein Geheimnis, an welches ich mich immer gehalten habe. Egal, ob man einen 20 Jahre alten Toyota fährt oder den coolsten Aston Martin, am Ende des Tages stehst du im selben Stau. Achtet auf das Klima, auf das Umfeld, auf den Spirit, der euch umgibt, denn damit baut ihr euer eigenes Paradies. Wie ich mir mein Feuer bewahre und meinen Glanz und Glamour erhalte, das präsentiere ich Ihnen, meinen Fans, Followern, Freunden und Feinden, in tiefer Verbundenheit mit diesem Regelwerk. Legen Sie los, werden Sie die beste Version Ihrer selbst. Noch ist es nicht zu spät, wir sind erst 60. Auch die Barbie-Puppe ist inzwischen 55 Jahre alt und sie sieht nur deshalb unverändert aus, weil sie innerlich hohl ist und kein Hirn hat. Dankeschön, meine Lieben. Es war wunderbar mit euch. Ich hoffe, ich habe euch ins Wohnzimmer geschissen und ich werde jetzt meine Krone richten und nach Hause gehen, so als wäre nichts gewesen. Ich kann euch versichern, jeder von euch, der bald einmal, vielleicht noch in diesem Jahr, zu einem meiner Live-Auftritte oder Shows kommt, der bekommt von mir ein Selfie, einen dicken Kuss, Körperkontakt und ich verspreche euch, ich werde auf allen 1000 Fotos so tun, als ob mir das unheimlich Spaß macht und als ob wir uns schon ewig kennen. Und bei der Gelegenheit noch einmal der Aufruf zu einer kleinen Spende. Unterstützen Sie das BKA-Theater und kaufen Sie ein Antivirus-Livestream-Ticket. Infos auf www.bka-theater.de aktuelles. Wir sehen uns auf Facebook und auf Instagram oder auf TikTok. I love you all. Mua.